Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute mal kurz über eine Sendung sprechen, die mir als Kind der 80er Jahre damals sehr in wissenschaftlich und lustiger Hinsicht sehr, sehr viel gebracht hat. Und zwar Löwenzahn. Jeder von euch, also zumindest die Leute, die in meinem Alter sind, werden sie noch kennen. Ich möchte da insbesondere über einen Moderator sprechen, der es wirklich extrem gut gemacht hat, und zwar Peter Lustig, der leider 2015 verstorben ist. Immer wenn es geheißen hat, Löwenzahn ist, da habe ich ein Schmunzeln gekriegt, weil die Sendung an sich, die war für jung und alt gedacht. Es waren Elemente drinnen, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen haben und die, was mich dann auf die Idee gebracht haben, die Sache einmal selber auszuprobieren. Die Sendung Löwenzahn war von 1981 bis 2005. Ein Jahr bevor ich auf die Welt gekommen bin, hat es, also 1979 bis 1981, ich bin ja 1980 geboren, hat sie Pusteblume geheißen. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, da wo ich mir schon gedacht habe, wow. Peter Lustig ist wie immer aus seinem Wagen ausgestiegen. Heutzutage sagt man Wohnwagen, früher hat man, glaube ich, Werkzeugwagen gesagt oder wie auch immer. So genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Und hat da eben seine Sachen gemacht. Aber er hat so gut umgebracht, dass es auch für Kinder verständlich war. Mich persönlich hat das Ganze natürlich sehr, sehr inspiriert und ich habe mir gedacht, hoffentlich gibt es bald wieder so eine Sendung und auch gerade Wumms. Es wurde dann nochmal ein anderes Format gemacht im ORF und zwar Minizip. Das waren so Nachrichten für Kinder und auch das wiederum hat man irrsinnig gedacht. Also es hat in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Sendungen gegeben, die was mich irrsinnig interessiert haben. Was heutzutage leider nicht mehr der Fall ist. Denn heutzutage sind wir überschwemmt von Werbung. Daher kann ich euch nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch die Filme, also die Sendungen von Löwenzahn Classics an. Es soll jetzt keine Werbung sein, sondern ist nur mal ein kleiner verbaler Hinweis von mir. Und ihr werdet sehen, so ein Format, wie es sich damals gegeben hat, sowas wird es nicht mehr geben. Denn heutzutage wird alles nur mehr per Greenbox, Bluebox gemacht. Ui, jetzt bin ich aber ganz schön dunkel, macht aber nichts. Und ja, wenn ich mir heutzutage eine Sendung anschaue, dann mache ich das genauso wie früher. Und zwar schaue ich immer den wissenschaftlichen Aspekt an und beurteile das Ganze aber sehr, sehr kritisch. Und das sage ich euch ganz ehrlich, im Kino kann man mir nichts vormachen. Weil ich komme ganz schnell dahinter, wie das funktioniert und wie sie es gemacht haben. Und ich konzentriere mich aber auch auf die Handlungen in den Serien, insbesondere Science Fiction. Ja. Denn gewisse Raumschiffserien, die waren ja damals schon der Hit und jetzt gibt es ja schon auf einer gewissen Konsole
Mit einem gewissen Headset kann man sich ja auf der Brücke so fühlen wie Captain Picard zum Beispiel. Wenn euch das interessiert hat, was ich euch da jetzt erzählt habe, dann hinterlasst mir gerne ein Like oder über euch eure Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder oben die Nacht, wenn ihr euch das Video anschaut. Falls ihr es euch heute noch anschaut, dann wünsche ich euch für morgen noch einen schönen Feiertag. Weil morgen ist ja der 15.8. Dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Über ein Like, ein Abo und natürlich eure Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Servus, pfiat Gott und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt das nächste Mal. Euer Mike.